Hallo und willkommen bei Kochen mit Mutti, heute Erbsensuppe. Als erstes habe ich den Topf auf den Herd gestellt und der wird jetzt schon schön heiß. Wir brauchen etwas Bauchspeck. Ich habe zwei solche Scheiben, zwei Zwiebeln, wenn sie sehr klein sind, so wie meine hier, da habe ich vier genommen. Zwei Dosen gelbe Erbsen mit Suppengrün. Ich erkläre euch nachher, wenn ich hier arbeite, warum, wieso, weshalb. Ein bisschen Gemüsebrühe habe ich zum Würzen da und ein wenig Wasser. Ich fange an mit dem Bauchspeck. Der wird in Scheiben geschnitten und ich nehme dafür immer so ein Steakmesser, weil Speck sich wirklich schwer schneidet. Und dann mache ich so Würfel. Ja, ihr hört, die ziehen. Ich werde am Anfang ein bisschen Wasser in den Topf tun. Das hilft, dass genug Hitze sich entwickelt, dass das Fett raus kann aus dem Speck. Ihr braucht kein Öl oder Margarine oder irgendwas in der Art dazu tun. Heute, das ist die schnelle Variante der Erbsensuppe. Ich muss gestehen, Erbsen sind manchmal sehr hartnäckig, wenn man sie vorher einweicht, dass sie auch wirklich weich werden. Und deswegen nehme ich da wirklich gerne diese Dosen gelbe Erbsen mit Suppengrün. Also keine fertige Suppe, sondern einfach nur gelbe Erbsen mit Suppengrün. Das hat den Vorteil, die sind schon weich gekocht und die Suppe wird dadurch nachher relativ schnell fertig. Ich schnippel mal jetzt hier ein bisschen, ohne was zu sagen. Geht gleich weiter. Die müssen jetzt richtig schön anbraten, dass sie Farbe bekommen. Die schwarze, also was die Haut von dem Bauchspeck ist, kommt da nicht mit ran. Jetzt schneide ich noch die Zwiebeln so in Ringe. Ich weiß, die richtigen Köche nehmen jetzt ein großes Messer, aber mein Steakmesser geht genauso gut dafür. Ich muss hier gar nicht so viel in Bewegung setzen. Schon mal ein bisschen mit rein, weil die auch Farbe bekommen soll. Das ist jetzt schon der aufwendigste Teil der ganzen Arbeit. Mit ein bisschen Mut richtig schön Speck und Zwiebel anbraten, weil dann kriegt ihr ein tolles Aroma und dann schmeckt die Suppe auch, obwohl sie vielleicht bloß 30 Minuten für die Zubereitung gebraucht hatte, wie aus der Gulaschkanone oder Feldküche, falls ihr nicht wisst, was eine Gulaschkanone ist, je nachdem, aus welcher Gegend ihr so kommt. So. Speck und Zwiebel. Ich
werde mal noch mal ein bisschen Wasser reinmachen. Das löst das Angebratene. Ist jetzt auch schon zu sehen, dass das richtig braun ist. Und das ist gut, weil das gibt der Suppe dann Schmackes. Gleichzeitig werden die Zwiebeln jetzt sofort etwas weicher. Und wenn das Wasser verdunstet ist, braten die nochmal schön an. Jetzt habe ich 2-3 Minuten Zeit. Also diese fertig gekochten Erbsen braucht man wirklich dann nur ranmachen. Dann wird das Ganze 20-30 Minuten. Dann könnt ihr schon mal probieren, ob es schmeckt, gekocht. Mit Salz solltet ihr hier sehr vorsichtig sein, weil der Bauchspeck sehr viel Aroma hat. Und lieber auf dem Teller die Suppe noch mal ein bisschen nachwürzen, denn richtig gut schmeckt sie ja erst morgen. Das heißt, immer so viel kochen, dass man zweimal essen kann oder am Abend vorkochen für den nächsten Tag. Und da merkt man richtig, wie von dem Speck das Salz in die Suppe zieht. Also nicht zu doll würzen beim Kochen. Ich lasse das jetzt mal hier noch ein bisschen brutzeln. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Erbsen drankommen. Bis dann. Ich zeige euch zwischendurch mal, wie das jetzt im Topf aussieht. Das ist schon fast gut. Wichtig ist, dass ihr nicht mehr zu viele von diesen speckweißen Dingern habt. Also die müssen schön angebrutzelt sein. Ja? Aber hier unten gibt es auch noch mal einen schönen Satz. Also ich glaube, ich brauche nicht mehr lange, dann kann ich die Erbsen dran tun. Und bevor ich das mache, werde ich noch mal einen Schluck Wasser angießen. Dann löst sich nämlich der Satz. Guck. So, jetzt muss ich das mal wieder umbauen hier und dann seht ihr mich auch gleich wieder. Ich habe jetzt nochmal etwas Wasser angegossen, das alles loskocht, was am Boden vom Topf angesetzt hat. Denn wir wollen ja keine angebrannten Erbsen haben. Jetzt einfach nur den Inhalt der Büchse rein. Ich werde die gleich noch mal ein bisschen ausspülen. So, einmal durchgerührt. Das muss jetzt aufkochen. Und dann, wie bei allen anderen Suppen auch, runter auf eine kleinere Flamme und lasst das ruhig. Na, ich würde mal sagen, erst mal eine halbe Stunde köcheln und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Vielleicht ist sie dann schon fertig. Also das ist eigentlich schon alles. Ihr müsst wahrscheinlich noch ein bisschen Gemüsebrühe oder Salz ran tun. Das muss nachher jeder selber gucken. Aber ansonsten, du brauchst nur Zwiebeln, Bauchspeck, gerne für später auch noch ein paar Bockwürstchen oder Wiener, wenn ihr da gerne Würstchen drin haben wollt, und gelbe Erbsen aus der Dose oder Erbsen, die ihr am Tag davor eingeweicht habt, so wie ich es euch auch mit den weißen Bohnen gezeigt habe. Das ist schon alles. Und jetzt brauchen wir nur noch wegräumen und warten, dass es fertig ist, abschmecken. Jo, leichter geht's ja eigentlich nicht, oder? Mal sehen, wie es nachher aussieht. Wir sehen uns wieder.
Da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt auf ganz kleiner Flamme, kommt immer noch vom Gasherd, habe ich so drin, auf ganz kleiner Nummer oder wie nennt man das beim E-Herd, auf 2 bis 3 köcheln lassen, eine halbe Stunde. 20 Minuten hätten wohl auch gereicht, weil die Erbsen ja weich waren. Aber ich wollte, dass das insgesamt gut sich verbindet, auch mit den Zwiebeln und dem Speck. Und herausgekommen ist jetzt eine richtig schöne Suppe. Ich mache da noch etwas Gemüsebrühe dran. Könnt ihr natürlich auch diese gekörnte Brühe nehmen. So. Ja. Das war's schon. Natürlich könnt ihr das Ganze auch noch aufpeppen mit Kartoffeln, wenn ihr es gerne noch ein bisschen sämiger habt. Aber bei Erbsen, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich so ein Naturfreak. Also wenn es Erbsen gibt, gibt es Erbsen. Aber natürlich könnt ihr da Kartoffeln dran schnippeln. Im Grunde genommen werden alle diese Hülsenfrüchte-Suppen gleich gekocht. Ob ihr Linsen habt, Erbsen habt, weiße Bohnen habt, Kichererbsen. Ihr könnt dann mit Gewürzen noch ein bisschen spielen, aber es bleibt immer das gleiche Prinzip, die Hülsenfrüchte vorher einweichen und dann ganz in Ruhe kochen. Und bei den weißen Bohnen hatte ich halt Kassler dran, hier habe ich diesmal Speck angebraten. Ich hätte aber auch genauso gut ein Kasslerstück mit reintun können und das mitkochen, aber ich mag hier wirklich diese ganz kräftige Variante. Vielleicht mache ich irgendwann noch mal eine langsame Erbsensuppe. Ja. So. Ich mache euch gleich noch ein Foto. Schade, dass es kein Geruchsvideo gibt, weil es duftet wirklich ganz fantastisch durch dieses vorher kräftig Anbraten von Zwiebeln und Bauchspeck. Also das ist der Trick für die Erbsensuppe. Ich denke, damit kriegt ihr ein tolles Essen im Herbst gezaubert. Und wie gesagt, es steht euch frei, da noch eine Bockwurst zuzuessen. Ich persönlich liebe es, einfach eine Scheibe Schwarzbrot dazu zu essen. Ja, jeder wie er es mag, ne? Also, ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss!